Die Otterkringer Polizisten, Abteilungsinspektor Christian und Inspektorin Maja, die Karin während ihres Krankenstandes aufgrund einer Verletzung vertritt, sind unterwegs zu einem nächtlichen Einsatz. In einer Wohnanlage soll ein Mann randalieren und Gegenstände aus dem Fenster werfen. Nachbarn haben die Polizei verständigt. Da in diesem Fall Dringlichkeit gegeben ist, führen die Beamten die Amtshandlung ohne ihre Kappen durch. Vor dem Gebäude finden sie Teile von Jalousien. Sämtliche Wohnungsfenster sind allerdings geschlossen. Haben Sie jetzt irgendwas gehört? Ja, da oben geht dafür Leben schon los. Schau da, oder? Wo ist Licht drin? Ja, da fehlen die Jalousien. Okay. Schau mal meine. Polizei, öffnen Sie die Türe! So, kommst mal raus. Was ist mit Ihrer Katze? Ich hab meine Katze, die ich von mir ist. Ja? Aber dass wir zum Punkt kommen, Sie haben die Sachen beim Fenster raus? Nein, beim Fenster nicht. Nein, wer hat denn die Jalousien runtergehauen beim Fenster? Gar nicht. Nein, wer war denn das? Jalousien habe ich nicht rausgehauen. Nein, was haben Sie rausgehauen? Ich hab nichts rausgehauen. Ich hab jetzt einfach nur ein paar Sachen von meiner Katze, wie Katzenklo. Ja. Aber es liegen ein Haufen Jalousien unten. Von wo sind denn die da? Kommen Sie mal. Ja? Na, lassen Sie das. Nein, ich muss Ihnen ja was zeigen. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Nein, danke, das genügt. Dankeschön. Geht's? Ich bin gerade heimgekommen, ich bin sowas von beinahe. Ja. Ich hab mein Katze erst eingeschläfert und hab mich danach ein bisschen betrunken. Schauen Sie das langsam aufkommen, ohne dass Sie sich wehtun. Nein, ich bin eigentlich eh schon relativ, sag ich mal. Entspannter? Nein, entspannt, wie ich jetzt habe. Langsam nicht mehr die Kraft aus. Ja, glaube ich. Die Wohnung ist komplett verwüstet, also er hat komplett die Wohnung zertrümmert. Er bestreitet es jetzt noch, dass er die Gegenstände aus der Wohnung aus dem Fenster hinausgeworfen hat. Aber wir werden jetzt noch schauen, ob das das richtige Fenster ist, was auch die Aufforderin uns angegeben hat. Aber ich denke, dass sehr naheliegend ist. Es wird einen ersten Schock mehrere solcher Personen geben. Und ja, er gibt an, dass er offensichtlich wegen dem Einschläfern seiner Katze da ein bisschen Probleme hat und da eben seine Wohnung ein bisschen umgestaltet hat. Was willst du von mir wissen? Naja, wie das ist mit den Sachen, was da unten liegen, am Boden. Ja, da liegt was die am Boden? Nein, draußen. Nein, da können wir schauen. Ja, na, schauen wir mal. Da liegt nichts. Nein, es liegt nur, ich hab's sogar gesehen. Ich hab's das Fenster nicht aufgemacht. Das, ja. Das liegt noch. Wir haben uns jetzt einmal den Amtsarzt herbestellt, der dann entscheiden muss im Sinne vom Unterbringungsgesetz, ob es die Voraussetzungen für eine Einweisung in eine psychiatrische Anstalt oder ein psychiatrisches Krankenhaus vorliegen oder nicht. Das können wir nicht klären. Wir könnten ihn maximal bei Gefahrenverzuge direkt in eine Anstalt oder in eine Krankenanstalt bringen. Dadurch, dass es aber nicht vorliegt und die Beiziehung von einem Amtsarzt dann durchaus zumutbar ist, werden wir jetzt auf den Amtsarzt oder die Amtsärztin warten und schauen, was die entscheidet. Während sich der Amtsarzt um den Randalierer kümmert, gibt es für die Polizisten in seiner Wohnung noch einiges zu tun. Denn ein Geständnis des Mannes hat zu einer überraschenden Entdeckung geführt. Wallace, wir haben in dieser Wohnung eine Hanfplantage gefunden, mehrere Marihuana-Pflanzen. Die wurden jetzt von uns sichergestellt, da der Besitz verboten ist. Der Herr hat im Zuge des Gespräches offensichtlich, haben wir zu denen einen sehr guten Draht aufgebaut und ist da sehr gesprächig geworden, hat uns alles erzählt von seinem Leben und letztendlich sagt er dann aus heiterem Himmel, geh her, Inspektor, ich sag Ihnen was, es ist eh wurscht. Und hat uns in einen Raum geführt, alles verdunkelt mit einer sehr professionellen Lüftungsanlage und da haben wir erkannt, dass er eine gar nicht so kleine Hanfplantage betreibt, seinen Angaben nach, um Krebspatienten zu heilen. Also er möchte es natürlich nicht verkaufen und nicht da ins kriminelle Eck abgestempelt werden. Und ja,
was natürlich komplett unerheblich ist, ist nicht erlaubt. Und die wurden jetzt sichergestellt und wird halt genauso zur Anzeige gebracht wie die anderen Delikte. Kaum sind die Beamten zurück in der Polizeiinspektion Brunnengasse, wartet bereits die nächste Amtshandlung auf Maja und Christian. Wir haben einen Einsatz bekommen von der Funkstelle, dass da im Bereich Brunnenmarkt zwischen den Marktständen gedealt wird durch angeblich laut Auffahrer der Schwarzafrikaner. Und dadurch, dass das ja gleich bei uns ums Eck ist, braucht man nicht mit dem Auto fahren, sondern schauen wir jetzt Fuß rauf und aufgrund dessen auch ohne weißen Hut, weil dann könnte man gleich mit Blaulicht drauf fahren. Das wollen wir vermeiden. Zunächst treffen die Polizisten auf dem Gelände des Brunnenmarkts keine verdächtigen Personen an. Doch plötzlich bemerken sie einen Mann, der beim Anblick der Polizei immer schneller wird und schließlich laufend die Flucht ergreift. Sofort nehmen Maja und Christian die Verfolgung auf. Ich werde schnell bleiben. Darüber. Ja. Bier zur Seite. Alles, was Sie einstecken haben, bitte daherlegen. Ist irgendwas drin, wo ich mich verletzen könnte? Spritzen, Messer oder was? Ja. Was machen Sie hier? I want. Bitte. Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Hier in Austria. Auch, hier? Aber hier in Otterkring. Was machen Sie hier? Was machen Sie überhaupt? Aber er kennt Sie aus auf alle Fälle. Haben Sie einen Ausweis mit? Ja. Gut. Was machen Sie hier? I work in Diener. What are you doing? Ich warte auf Diener. Aber Sie warten ja nicht. Sie gehen schnellen Schrittes davon. Das ist ja nicht warten. Warten ist das ohne gehen. Sie sind Sisalocker. Auf einmal, wo Sie die Polizei gesehen haben. Nein. Sie hat mich angerufen. Soll ich so an? Ja, ja. Sie hat mich angerufen, soll ich ins Sisa-Lokal kommen. Aha. Aber ich habe kein Geld vom Sisa-Lokal. Haben Sie was einstecken? Gras? Ganja? Bitte schön. Please. No. Do you have anything in your pocket? No, it's not necessary. Wie wir den Brunnenmarkt aufwärts gegangen sind, haben wir gemerkt, dass der schnellen Schrittes einfach weg von uns gegangen ist. Und da der nächstgelegene war, sind wir denen mal nach. Und momentan hat er nichts einstecken, was verboten wäre. Jetzt machen wir eine IFE-Stellung und gehen dann wieder zurück in die Bi. Lina, ruf mich an jetzt. Hörst du? Lina? Baby. Hallo? Hast du da irgendein Geld da schon? Na, da ist die Polizei was. Ist mit mir, like ich bin ein Terrorist. Ja, okay, ja. Die sind hier so bei mir. Ich gehe zu dir, okay, Polizei. Ich, ist von mir. Ich bin nicht Terrorist. So, wo ist die Geldbörse? Das ist meine Jahreskarte. Ja? Das ist meine Ausweis. Na? Dann geben Sie her gleich. Das ist meine Versicherungsnummer. Ja, super. Schön. Wo wohnen Sie denn in Wien? Ich wohne hier in Wien. Hier. Ja, schon, aber welche Adresse, welchen Bezirk? 15. 15. Bezirk? Ja. Ruhig bleiben, gell? Hände raus. Nein, nicht oben, nur draußen lassen. Aber warum Polizei hinter mir wie eine Terrorist? Na, wieso rennen Sie davon? Bitte? Ich bin nicht Terrorist. Nein, eh nicht. Terroristen würden wir auch nicht nachlaufen. Aber wissen Sie, hier gibt es viele große Probleme. Und da muss man sich die Leute halt anschauen. Das vor allem wenn, na, mit Drogen zum Beispiel. Nein, Drogen. Ich nehme Drogen. Na, schauen Sie, sehen Sie? Da sind wir nicht so falsch. Ja? Aber das ist halt auch nicht erlaubt. Ne? Was soll ich denn? Na, anziehen, oder? Ich bin nicht ein Terrorist. Polizei hinter mir. Was ist das, Mann? Vor Ort selbst hat die Personenversuchung an sich nicht wirklich was ergeben. Die Identität haben wir festgestellt. Ob jetzt im Zuge des Davongehens er jetzt, wie es auch sehr üblich ist, sich dem Suchtgift, das er vielleicht einstecken gehabt hat, entledigt hat, das wird ja meistens dann irgendwo hingeworfen.
Kann man natürlich nicht sagen, weil wir ihn nicht die ganze Zeit unter Beobachtung gehabt haben. Er hat sich dann halt ein bisschen theatralisch dann in gespielten Selbstmitleid dann ein bisschen auf seine Art und Weise über die Amtshandlung beschwert, weil natürlich dann das immer so ist, dass wenn man dann nichts findet, das Gegenüber dann natürlich hinsichtlich der Argumente natürlich glaubt, an Oberwasser gewinnen zu können, nach dem Motto, ich habe nichts gefunden, also bin ja unschuldig. Warum der dann jeden Tag genau dort steht und immer davon geht, wenn die Polizei kommt, steht natürlich auf einem anderen Blatt, was aber, ja, das man glauben kann oder das seine Meinung sein kann, es ist natürlich kein Beweis für gerichtlich strafbare Handlung, das ist auch klar. So, jetzt geht's schon. Wieder schon. Oder da, ja, ist auch wurscht, ja. Auch wieder schon. Ja. Wieder schon. Nach der Amtshandlung ist er dann wieder in die falsche Richtung gegangen, die er vorgegeben hat. Also die versuchen sich da immer wieder auszureden. Solche Geschichten hört man immer wieder. Ja. Ich möchte doch dorthin, ich wollte mich mit dem und dem treffen. Das kennt man, das sind so Standardaussagen. Ja. Der Nachtdienst geht für die Otterkringer Polizisten ereignisreich weiter. Ein Hauswart meldet, dass der Münzzähler in der Gemeinschaftswaschküche des Wohnhauses aufgebrochen und das Geld gestohlen wurde. Ja, meine Fingerabdrücke sind drauf, aber ich war vorher schon drauf. Ja, ist ja okay. Klar. Wie viel drinnen waren, weiß man jetzt aber nicht, oder? Die haben sie seit 2 Jahren. Muss schon immer aufgemacht werden. Okay. Immer weniger. Okay. Das heißt, wem gehört denn das Werk jetzt da? Das gehört dem Haus. Dem Haus, okay. Okay. Es ist ein Einbruch in den Münzzählautomaten für die Waschmaschinen, wo die Hausparteien pro Waschgang 20 Cent einwerfen. Ja. Die Masse an Beute wird da offensichtlich nicht drin sein. Aber dafür ist halt wenig auf und wenig Risiko. Ne? Und ja, wir nehmen das auf. Spuren sind an sich keine vorhanden. Das ist die Spurensicherung übernehmen könnte. Somit nehmen wir das auf. Täterschaftshinweis, Erhebungsansatz gibt es auch nicht wirklich, wenn man nicht einmal den Zeitraum jetzt wirklich nennen kann, wann das passiert ist. Ist das eigentlich zugesperrt? Immer. Die Dame führt genau Buch. Schauen Sie, ich bin wie ein Detektiv. Okay. Ich, ja, genau so, ich schreibe sogar, wann Sie da waren. Schauen Sie her. Die Familienname ist Monk wahrscheinlich. Nicht Monk. Nicht Monk, Monk. Da war, da ist es von Automaten, also den Münzautomat. Und der wird immer also abgehoben, das Geld. Kann man schätzungsmäßig sagen, wie viel in so einem Münzautomaten drin ist? Naja, da ist der monatlich, wenn man, ich habe mir das raussuchen lassen, und zwar ungefähr, sehen Sie, Jänner, Februar, März ungefähr, also na, wenn 20, man zuschnitt, ja, 20, 40. Okay. Da zum Beispiel, das ist sehr dubios, am 11. November, ganz genau, wenn man 8 Euro sagt, 60. Jetzt, wenn Sie aber schauen, das ist der Jänner, wie viel da eintragen sind. Manche waschen ja von 16 bis 20, aber was willst du machen? Das ist, das heißt, es kommen ja nur Leute dann rein, die einen Schlüssel haben, oder? Wenn das immer nein, zu das ist. Ist ein Zentralschlüssel. Ja schon, aber vom Haus haben ja alle einen, oder? Vom Haus haben alle. Und wenn das immer zugespielt ist, muss es einer vom Haus sein, oder? Ja, wahrscheinlich, nehme ich an. Weil es kann es ja nicht geben. Da kommst du von Haus da rein, dann in die Keller, Räumlichkeiten runter. Nicht? Also, ich glaube, dass das einer vom Haus ist. Naja, das ganze Dubiose ist ja, weil das kommt mir alles viel zu wenig vor, was da ist. Also, man sieht ja direkt, dass das aufgebrochen worden ist. Nicht? Und das geht's nicht. Bei uns wird das jetzt protokolliert, wird das dokumentiert. Wir schicken der Hausverwaltung eine Anzeigenbestätigung, weil es wieder sicher, denke ich mal, einen Versicherungsschutz bestehen. Und ja, dann wird die ganze Sache halt, so schmerzhaft es ist, aber halt ad acta gelegt werden. Das Ganze wird halt einem unbekannten Täter, unbekannten Täterin zugeordnet. Es ist halt leider in den Fällen so, dass halt da nicht wirklich was zum Erheben ist. Dadurch, dass ja durch die Herrschaften auch schon doch massiv manipuliert worden ist, sind jetzt auch keine Spuren mehr zum Erwarten. Das heißt, wenn vielleicht da nichts gemacht wäre, dann könnte man vielleicht sagen, okay, dann holen wir sie eben das Top-Team und wir schauen, ob es Spuren gibt, ob es DNA-Spuren gibt. Wenn das jetzt da wirklich ein Hausbewohner wäre, von denen es ja auch wieder unzählige gibt. Also es gibt ja da mehrere Stiegen. Also selbst dieser Täterkreis, der eventuell mögliche Täterkreis, bezieht sich auf mehrere hundert Personen. Und dann wären vielleicht irgendwelche Spuren denkbar, jetzt DNA, weil einer, der jetzt da wohnt, wird jetzt nicht mit Handschuhe da rumrennen. Aber dadurch, dass halt, wie gesagt, schon doch manipuliert wurde in dem Ganzen, sind auch die letzten möglichen Spuren halt beseitigt worden. Plötzlich rufen Passanten um Hilfe, die einen Mann auf der Straße liegend vorfinden.
Hoppala, grüß Gott. Na, stehen, schauen, setzen Sie einmal hin. Na, was ist los? Haben Sie zu viel getrunken? Ha? Wie bitte? Geht das mir noch? Ich glaube, Sie werden liegen bleiben. Das ist, glaube ich, gescheiter. Ne? Ich hoppala, das wird nichts. Bleiben Sie einmal sitzen. Haben Sie den Herrn so gefunden? Ja, wir haben es gerade jetzt gesehen. Also man hat uns darauf aufmerksam gemacht. Und ja, wir haben dann halt den Krankenwagen gerufen und so. Aber es scheint eh relativ fit zu sein, oder? Blutbeine. Ja, ja, ja. Sind Sie niedergefallen? Sorry. Na, wer sieht da Blut denn? Was ist mein? Ja, Ihre. Ja, ja, ich weiß, dass Ihre es ist. Ja, aber da auch, schau, da sind Sie auch schmutzig. Da. Und da. Auf der Jacke auch. Jacke. Das ist meine selber. Ja, ja, aber was ist passiert? Nee, ich weiß nicht. Wissen Sie nicht? Okay. Naja, nicht. Ja, nicht. Das ist nicht. Dankeschön, gell? Bitte? Das ist nur meine Kopf. Das ist, wo wohnen Sie denn? Ich wohne in Schwechat. Ja, aber wo schlafen Sie heute? Ich arbeite Grundsteingasse. Grundsteingasse, ja? Ja, habe ich. Aber schlafen Sie dort auch? Ja, ja, ja. Okay, ja. Dann haben Sie es bald geschafft. Hab ich bald schon. Ja? Hab ich passt. Aber weißt du, ich. Jetzt geht's. Na, wollen Sie nicht lieber kurz mit der Rettung anschauen lassen, den Kopf? Was? Die Rettung, dass die Ambulanz kommt, mit nein, anschauen. Nein, ich habe alles passt. Ja. Bin ich stark. Naja, aber. Und ja, schon, aber Sie sind ja auch lange genug am Boden gelegen, nicht? Also war der Alkohol ein bisschen stärker wie Sie? Ja, aber ja? Alkohol stärker wie ich. Ja. Ja. Warum das? Naja, die Leute haben sich. Warum? Haben Sie einen Ausweis einstecken? Hallo, grüß euch. Du, Passanten haben den Herrn da liegen gesehen, ganze Zeit. Er ist jetzt schon aufgekupft. Alkohol war stärker wie er. Er hat sich da ein bisschen aufgehört, aber er sagt, er braucht euch nicht. Also, er wohnt auch da in der Grundsteingasse. Es ja, gescheit wäre schon, wir lassen das kurz im Spital anschauen. Den Kopf, wissen Sie? Nein, passt alles. Für mich. Wir uns haben die Herrschaften auch gehalten, ja, das ist weil er halt am Boden nochmal dunkel will ist. Okay, tschüss, Papa. Na, wollen Sie das nicht anschauen lassen? Es würde auf einer Unfallambulanz circa eine Stunde dauern. Dann können Sie jederzeit wieder von dort heimgehen. Aber geht's? Ja. Der ist ja zwar betrunken, aber er geht noch relativ zielsicher. Er weiß sogar, wann er stehen bleiben muss. Und er ist ja ein erwachsener Mensch. Wenn er jetzt sagt, dass das ja nicht untersucht werden will und wenn auch die Kollegen von der Rettung sagen, es ist jetzt nicht so, dass seine eigene Gesundheit, seine Lebensgesundheit oder irgendwas gefährdet wäre, ist das an sich kein Grund, dass man jeden irgendwo in ein Spital zerrt, wenn er es nicht möchte. Und für uns wäre die Feststellung der Identität auch dann nur dann eine Zwangsmaßnahme, beziehungsweise mit einer Zwangsmaßnahme durchsetzbar, die Feststellung, wenn es zur Hilfeleistung einer hilflosen Person notwendig wäre. Kollegen von der Rettung haben es bestätigt, dass es Hilfeleistung nicht notwendig ist. Somit fällt auch unser Befugnis weg und er muss uns jetzt nicht einen Ausweis geben. Er braucht nicht, wenn er nicht mag. Und ja, für uns ist das ein kurzer Eindruck. Wer nicht will, der hat schon und wir fahren weiter.